Wenn ich das erste Mal zu einem Arbeitsrechtler, einer Arbeitsrechtlerin gehe, wegen einem Beratungsgespräch, was sollte ich denn da eigentlich mitnehmen? Hallo, servus, ich bin der Patrick, ich bin ein Arbeitsrechtsanwalt in Wien und ich möchte euch einfach ein paar Dinge mitgeben. Ich möchte einfach nicht, dass ihr zu einem Beratungsgespräch geht und dann wirkt es, als wärt ihr nicht wirklich darauf vorbereitet. Ja? Weil ihr geht dorthin, ihr habt dafür gezahlt, ihr wollt so viel mitnehmen können und ihr wollt so viel Infos rausholen können aus diesem Gespräch wie möglich. Und daher müsst ihr auch eure Hausaufgaben machen. Was meine ich damit? Du bist in einem arbeitsrechtlichen Streit vielleicht mit deinem Arbeitgeber, deiner Arbeitgeberin. Naja, was muss man sich zuerst einmal anschauen? Ich würde natürlich gerne mal wissen, was ist überhaupt zwischen euch vereinbart worden? Wenn du zu mir in ein Beratungsgespräch kommst und du sagst, ach so, ja, einen Arbeitsvertrag, den glaube ich gibt es, aber ich habe ihn nicht da und ich habe ihn nicht gesehen, dann tue ich mir sehr schwer in meiner Arbeit, weil dann weiß ich nicht, was ist zwischen euch vereinbart. Da stehen zum Beispiel so Sachen drin wie Kündigungsfristen, da steht drin, wie viel du gezahlt bekommen solltest, wo du arbeiten sollst. Wenn du mir das nicht zeigen kannst, dann tun wir uns ein bisschen schwer. Wenn du dann vor mir sitzt und irgendwie in deine E-Mail suchst, warte, ich habe vielleicht noch einen Entwurf und dann zeigst du mir einen Entwurf und ist aber vielleicht dieser Entwurf gar nicht das, was ihr vereinbart habt, dann ist das nicht so zielführend. Daher, bitte, ich muss von dir wissen, was ist zwischen euch vereinbart? Dann das nächste ist, was ist nicht schriftlich vereinbart, sondern was ist in letzter Zeit passiert? Wenn du zum Beispiel sagst, es gibt irgendwelche Streitigkeiten zwischen dir und deinem Arbeitgeber, deiner Arbeitgeberin, wer hat was wann gesagt? Waren andere Personen dabei? Gibt es bei euch einen Betriebsrat im Unternehmen? Was sagt dieser Betriebsrat dazu? War der Betriebsrat dabei? Ist der Betriebsrat eher arbeitgeberinnenfreundlich oder eher arbeitnehmerinnenfreundlich? Das sind Infos, die brauche ich bitte von dir. Bitte überleg dir diese Sachen schon vorher. Und wenn ich schon gesagt habe, wer war dabei bei irgendwelchen Gesprächen? Nehmen wir an, es kommt tatsächlich zu einem Gerichtsverfahren, weil es geht um wirklich heftige Themen, wo ihr euch einfach nicht mehr einig werden könnt, außer dass jetzt eine unparteiische Person, eine Richterperson daneben sitzt und sagt, so war es oder sowas nicht, so glaube ich das. Damit du halt in irgendeinem Verfahren durchdringen kannst mit deinen Ansprüchen, da brauchst du erst einmal deine Geschichte und dann brauchst du auch noch Beweise dafür. Das heißt, ich brauche von dir, gibt es irgendwelche Unterlagen, die das stützen, was du erzählen möchtest vor Gericht? Waren Personen dabei? Das habe ich vorher schon gesagt. Und überleg dir bitte auch, welche Personen im Unternehmen du jetzt wirklich dazu holen möchtest. Noch einmal, wenn du zum Beispiel einen Betriebsrat hast im Unternehmen und die einzelnen Betriebsratsmitglieder aber eh nur Fans vom Arbeitgeber sind, dann bringt das nicht wirklich viel, die zu nennen, weil die werden wahrscheinlich im Zweifelsfall nicht unbedingt das sagen, was dir hilft. Genauso die Person, mit der du sonst immer auf die Rauchpause gegangen bist, die vielleicht okay ist, aber im Zweifelsfall doch eigentlich der beste Freund vom Vorgesetzten oder der Vorgesetzten, die Person wird dir vielleicht auch nicht unbedingt helfen. Also die jetzt zu nennen als Zeuge, als Zeugin, das muss man sich wirklich ganz genau überlegen. Du musst jetzt schon wissen, welche Person kann ich vertrauen, welche Person wird am ehesten das sagen, die Geschichte stützen, die ich vor Gericht erzählen werde. Es ist auch ganz wichtig, dass du dir überlegst, du bist ja nicht erst seit gestern im Unternehmen. Vielleicht bist du schon viele, viele Jahre im Unternehmen, du hattest unterschiedliche Positionen, du bist irgendwie immer wieder vorgerückt, du hattest Beförderungen in den unterschiedlichen Stufen dem Unternehmen, in dem du warst. Wer waren da deine Vorgesetzten? Welche Personen können etwas sagen zu deinen Leistungen? Ob du gut warst, ob du nicht so gut warst? Natürlich die Leute, die sagen, du warst nicht so gut, die lassen wir eher weg. Aber die Leute, die sagen können, du warst gut. Du darfst auch nie vergessen, E-Mails, die jetzt zum Beispiel im Unternehmen herumgeschickt werden, die gehören vor allem einmal dem Unternehmen. Und wenn du jetzt tatsächlich an einen Punkt gerätst, wo du mit deinem Arbeitgeber, deiner Arbeitgeberin überhaupt nicht mehr weiterkommst, du wirst vielleicht dienstfrei gestellt, du wirst vielleicht gekündigt, du wirst wahrscheinlich keinen Zugriff mehr haben auf die Unterlagen, die du bisher verwendet hast. Das heißt, überleg dir, wenn es schon in die Richtung eines Streits kommt, überleg dir halt rechtzeitig, welche Dinge du vielleicht sichern könntest, weil du hast später einfach weniger Zugriff darauf als das Unternehmen. Egal was passiert, ich wünsche dir sowieso, dass du in deinem Arbeitsverhältnis niemals solche Probleme hast. Aber wenn doch, bitte, dann wende dich rechtzeitig an Spezialistinnen, die dir da weiterhelfen können, die am besten schauen können, wie du deine Interessen wahren kannst. Pass jedenfalls auf dich auf. Ciao. Und außerdem, wenn dich arbeitsrechtlicher Content wie dieser interessiert, dann folg doch bitte unserem YouTube-Kanal, abonnier, markier die Glocke, damit du immer von unseren neuesten Videos informiert wirst. Lass uns ein Like da, vielleicht schreib auch unten was in die Kommentare. Wir freuen uns drauf, von dir zu hören. Pass auf dich auf. Ciao.